Kann man mit Algen im Tank einen Jumbo fliegen? Anders gefragt, kann man Algen nehmen statt Erdöl, um Kerosin herzustellen? Algen vermehren sich explosionsartig. Sie sind sogar auf Satellitenbildern zu sehen. Und aus Algen entstand vor Jahrmillionen unser Rohöl. Diesen Prozess, der die Fette der Algen, die Lipide, in Rohöl verwandelt, den wollen Forscher in Nutetal bei Berlin beschleunigen. Statt Jahrmillionen sollen wenige Wochen reichen. In speziellen Bioreaktoren sollen die Algen wachsen, Photosynthese betreiben. Dazu braucht es Licht. Viel Licht. In Nutetal suchen die Forscher die ideale Alge, um Bio-Kerosin zu gewinnen. Der Mastermind der Algen-in-den-Tank-Idee ist Otto Pulz. Er will die unkonventionelle Spritproduktion zur Serienreife treiben. Die Mikroalge Chlorella hat sich als optimal für die Reaktoren herausgestellt. Sie vermehrt sich rasant unter Laborbedingungen. Licht rundum, Wärme und genügend Futter. Kohlendioxid. Aber funktioniert so etwas auch in großem Stil? Unter industriellen Bedingungen? Claudia Greve führt mich durch ihre Algenfabrik. Ein Röhrensystem mit 25 Kilometern Länge. Die Algen schwimmen in 40.000 Litern Wasser und werden konstant mit Mineralien und Kohlendioxid gefüttert. Sie verwandeln das Klimagift in Sauerstoff. Und zwar effektiv. Bei der Produktion von 100 Kilogramm Algenbiomasse werden 180 Kilogramm CO2 gebunden. Erntezeit. Nicht gerade appetitlich, aber lohnend. Aus 100 Kilo Algenbiomasse können 21 Liter Biotreibstoff erzeugt werden. Aus Algen wird Rohöl im Bioreaktor, quasi im Zeitraffer. Nächster Schritt, die Algen werden getrocknet. Das Pulver ist sogar essbar, meint Professor Pulz. Mal ausprobieren. Naja, da macht man auch dann besser Kerosin draus. Aus Algen wird Treibstoff. Eine Idee mit Potenzial, denn Algen produzieren viel mehr Biomasse als Landpflanzen, verbrauchen keine fruchtbaren Ackerböden und binden auch noch das schädliche CO2. Die Umsetzung in die technische Großanwendung steckt zwar noch in den Kinderschuhen. Im Detail sind noch viele Probleme zu lösen. Doch wenn die Entwicklung so weitergeht, könnten eines Tages Jumbos mit Algen im Tank über die Ozeane fliegen.